Herr Tepp will das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich war erfreut und doch etwas auch verwundert, dass die SPD mal wieder ein Umweltthema hier zur Debatte angemeldet hat und dann gleich einen so komplexen Part mit 4 Drucksachen, eine große Anfrage unserer Fraktion, dann Aktionsplan, Anpassung Klimawandel, Abschlussbericht, Klimaschutzkonzept und den Masterplan, das alles in einer Debatte hier. Doch die meisten Drucksachen sind ja nun schon etwas älter. Juni 2013 steht auf den vielen Drucksachen oben rechts drauf. Das ist über ein Jahr her und wir haben mittlerweile schon sehr viel darüber diskutiert. Wir haben Experten gehört, wir haben die Expertenanhörung ausgewertet. Am Ende hat natürlich jeder seine Position bestätigt gesehen. Und ich hatte mir da doch schon gehofft, dass wir heute ein bisschen was Neues von der SPD hören, wo es hier so prominent als zweites Thema angemeldet wurde. Doch die Liste, Frau Dr. Schall, die Sie hier an Wohltaten vom SPD-Senat vortragen, die hatten Sie auch letztes Mal schon gezückt, als wir hier über Umwelt sprachen. Wir sehen den Masterplan Klimaschutz nach wie vor kritisch. Er hat auch nicht die Ziele, die Sie, Frau Dr. Schall, eben angesprochen haben. Im Masterplan steht nicht drin, dass Hamburg bis zum Jahr 2020 40% CO2 mindern möchte und auch nicht bis 2050 80%. Da steht drin, dass die Bundesregierung das möchte und es steht drin, Hamburg wird seinen Beitrag dazu leisten. Was dieser Beitrag bedeutet, wird nicht genau gesagt. Man kann also sagen, da steht drin, naja, wir werden uns in der nächsten Zeit stetig bemühen. Und das, meine Damen und Herren, ist für den Klimaschutz einfach zu wenig. Und auch der integrierte Ansatz ist ja nicht neu. Sie haben jetzt festgestellt, dass andere Behörden auch arbeiten und dass da vielleicht auch was Gutes für den Klimaschutz rauskommt. Das ist schön, dass Sie das festgestellt haben und dass Sie sagen, das soll auch weiterhin geschehen. Das war aber vorher ja genauso. Auch wenn neue Schulen gebaut wurden, da war es sogar vorher Ansage, dass über den gültigen energetischen Standard gebaut werden soll. Die Saga hatte auch die Ansage, bessere Effizienzwerte zu erreichen, als sie gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie machen jetzt nur noch gesetzlichen Standard und rechnen das Ihrem Klimaschutzkonzept zu. Wir meinen, wir brauchen weiterhin ambitioniertere Ziele. Wir haben hier schon diverse Maßnahmen vorgeschlagen, zum Beispiel ein Klimaschutzkonzept, zum Beispiel eine Verkehrswende, die Umweltzone City-Maut-Stadtbahn beinhaltet, heute wieder ein 20-Punkte-Plan Radverkehr, auch Teil des Klimaschutzes in Hamburg. Wir werden sehen, wie Sie am Ende dazu stimmen. Wir schlagen vor, die Sanierungsraten von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden in ganz Hamburg zu erhöhen. Wir schlagen vor, die Energiewende konsequent so umzusetzen, wie es das Volk beschlossen hat. Und zu guter Letzt schlagen wir auch vor, die Bildung zu erhöhen und zum Beispiel eine Klimawoche auch mal auf dem Rathausmarkt stattfinden zu lassen. All das haben Sie im Detail immer abgelehnt. Und damit wir hier nicht über das reden, was sowieso alle schon x-mal diskutiert haben, habe ich noch 3 neue Punkte mir aufgeschrieben. Und da ist es ja ganz interessant, einmal in den Haushalt zu gucken. Im alten Aktionsplan, in dem Ergebnis steht drin, dass in den 6 Jahren 2 Millionen Tonnen CO2 eingespart wurden. Im neuen Aktionsplan steht drin, Sie wollen in dem neuen Masterplan steht drin, Sie wollen in den 8 Jahren auch 2 Millionen. Einsparen also schon mal gestreckt auf 2 Jahre. Guckt man jetzt in den Haushalt, wo ja vieles so ein bisschen versteckt ist, weil es jetzt mit den neuen Kennzahlen hier und da und der Doppik nicht so einfach ist. Aber guckt man da mal genau rein, dann ist da doch eine Zahl relativ deutlich. Sie haben nämlich veranschlagt 190.000 Tonnen CO2-Einsparung pro Jahr in der Kennzahl. Nimmt man die 8 Jahre und die 2 Millionen Tonnen, müssten da stehen 250.000 Tonnen. Sie sagen also schon in Ihrem eigenen Haushalt, dass Sie Ihre Ziele nicht erreichen werden. Und das ist mir für Klimaschutz einfach zu wenig. Und das Gleiche auch beim Geld, das haben Sie ja eben selbst gesagt. Unter Schwarz-Grün hatten wir im Klimaschutz 25 Millionen. Im letzten Masterplan immerhin noch 13,4 Millionen. Jetzt
6,9 Millionen Euro. Das sind gerade mal 30% des ursprünglichen Wertes. Auch hier ist es für den Klimaschutz viel zu wenig. Und als dritten Punkt, da war es ja zurzeit immer so, dass wenigstens in Sonntagsreden oder wenn es dann mal um einen schönen Presseartikel ging, die SPD oder auch Frau Senatorin Blankau sich hinstellte und sagte, ja, für den Klimaschutz müssen wir was tun. Und nun war am Montag ein UN-Sondergipfel zum Klimaschutz, wo in New York unter anderem auch die SPD-Bundesumweltministerin zugegen war und versprach, wieder was für den Klimaschutz zu tun. Und weltweit fanden davor am Sonntag, weltweit Demonstrationen statt, auch hier in Hamburg. Auf der Demonstration wurde sowohl online im Vorfeld als auch ganz klassisch offline Unterschriften gesammelt. Die Initiatoren haben sogar eine eigene Resolution geschrieben. 100% saubere Energie für Hamburg ist die überschrieben. Und sie haben die SPD eingeladen, denn weltweit sollten diese Unterschriften an die Regierenden übergeben werden. Und leider hatte von der SPD niemand Zeit am Sonntag. Sonntagstermine sind ja, das ist zugegeben, immer so ein bisschen anstrengend. Und auch der Bürgermeister muss ja nicht immer überall persönlich hingehen. Aber wir haben ja eine Umweltsenatorin, wir haben einen Umweltstaatsrat, wir haben einen Fraktionsvorsitzenden der SPD, wir haben einen Fraktionsvorstand der SPD und wir haben auch 62 Mitglieder der SPD in der Fraktion in diesem Hause. Da muss doch irgendjemand mal Zeit gehabt haben, sich den Demonstranten zu stellen. Ich war da bei der Demonstration, ich habe die Resolution und die Unterschriften entgegengenommen und ich habe den Demonstranten versprochen, die Unterschriften heute mitzubringen. Das habe ich getan. Ich habe ihnen versprochen, die der Frau Senatorin zu übergeben. Frau Senatorin, ich habe sie Ihnen auch noch mal schön sortiert. Ich habe die Resolution dazu gelegt. Schauen Sie sich an, was diese Leute wollen. Setzen Sie sich ein in Hamburg für mehr Klimaschutz, dass wir als Küstenstadt Vorbild für ganz Deutschland und für die ganze Welt werden. Vielen Dank.